Und dann ist es sehr wichtig, welche Motive man hat. Hat man die Motive, ein bedeutungsvolles Leben zu haben, in Kombination mit Kindern, dann ist es für das Unternehmen sehr wichtig, dass sie die Möglichkeit geben, dass sie auch ein breiteres, vielleicht ein Perspektiv geben, dass es nicht nur um das folgende Karrierepfad oder Geld, aber auch die Kombination mit ein anderes Leben und eine soziale Bedeutung. Das ist, glaube ich, sehr wichtig für eine längere, bedeutungsvolle Pfad zum Karriere. Und dann haben wir natürlich auch die traditionelle Kultur in manche Unternehmen. Das ist die Kultur, dass man ein Arbeitnehmer ist, aber nicht so sehr ein Mensch mit anderen, auch andere Pflichten. So, wenn ein Kind krank ist und man kann nicht so flexibel sein und zu Hause bleiben oder so etwas, dann ist das eine Kultur, in der die Frauen manchmal das Gefühl haben, dass sie wahlen müssen. Und die Wahl für manche Frau ist dann doch ein klein bisschen minder Arbeit und mehr Familie und mehr Flexibilität. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass die Unternehmen auch innovieren, so dass sie sagen, ich möchte doch viele Frauen mit sehr guter Ausbildung im Unternehmen haben, aber dann muss ich auch ein bisschen breiter studieren nach den Konditionen. Und man hat dann auch natürlich die Privatsachen, die Privatumstände. Einen Mann, der auch Karriere macht,